das ist so ein Spiel, wo wir wirklich sauer sind. Ich glaube, die ersten 5 Minuten haben wir verpennt. Ein schnelles Gegentor bekommen. Ja, wieder ein Standard. Ja, und am Ende hinaus, keine Ahnung, müssen wir unsere Chancen nutzen. Ich glaube, dann sieht das Spiel auch ganz anders aus. Du hast wieder dein Bestes getan, noch viele Paraden gehabt, aber ich habe auch gesehen, viel gestikuliert. Welchen Einfluss oder wie schafft man das als Keeper vielleicht, seine Mannschaft da vorne ein bisschen aufzuwecken und ins Spiel einzugreifen, wenn man merkt, da so richtig funktioniert es nicht? Ist schwer natürlich, ne? Ist sehr laut im Stadion, das heißt, mich versteht man auch nicht immer so gut. Aber ich versuche einfach natürlich mit der Körpersprache, mit ein bisschen, ja, einfach mit der Einstellung, da Energie reinzubringen, jeden Einzelnen vielleicht den Nächsten anzustecken, der steckt wieder einen an und so einfach die ganze Mannschaft anzutreiben. Ja, Gregor, eine kleine Serie von ungeschlagenen Spielen geht hier in Wolfsburg zu Ende. Wie frustrierend ist das Ergebnis heute? Ja, sehr frustrierend natürlich. Jedes Spiel, was wir verlieren, ist frustrierend und da ist heute natürlich keine Ausnahme. Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir die Serie jetzt auch noch gut beenden vor der WM, also mit alles Siegen. Und es ist heute offensichtlich nicht passiert, von daher sind wir sicher enttäuscht. Ne? Chancen waren da, aber dann war es mal der Pfosten, mal die Latte, mal hat ein bisschen gefehlt. War das nur Pech oder würdest du noch andere Gründe anführen, dass es heute nicht geklappt hat? Ich glaube, Pech in einem Sinne, aber ich glaube, das waren die nötigen letzten Prozent, die uns gefehlt haben. Und ja, dann verlierst du auch so ein Spiel. Jetzt müsst ihr die Prozentpunkte trotzdem irgendwie noch schnell wieder suchen, denn am Freitag schon gegen Mönchengladbach. Wie schafft ihr das, diese wichtigen Prozentpunkte für Freitag wieder auf den Platz zu bringen? Ja, wir müssen weiter bei uns bleiben, weiter unsere Aufgaben einfach auf dem Platz lösen und ich glaube, dann denke ich, dass wir das am Freitag hinbekommen. Es geht Schlag auf Schlag, da gibt es nichts zum Ausruhen oder sonst was, aber jetzt haben wir noch das nächste Spiel und es gilt es wieder zu gewinnen, wie jedes andere Spiel auch. Egal, ob wir heute gewonnen hätten oder nicht, am Freitag hätten wir eh wieder gewinnen müssen und von daher ändert sich eigentlich überhaupt nichts, sondern wir gehen jetzt nach Hause, wir regenerieren, wir bereiten das Spiel auf, wo wir heute hatten und dann geht es schon wieder Vollgas auf den nächsten Gegner.